und ist der Berliner Ableger der Dachorganisation der pro-kurdischen Linkspartei HDP in der Türkei. Wir wissen sehr gut, was es heißt, wenn Minderheiten verfolgt werden, Rassismus zum Alltag gehört und die Demokratie erstmal abgeschafft ist. Unsere Bewegung wird in der Türkei verfolgt, weggesperrt und mundtot gemacht. Genauso wie andere Minderheiten, wie streikende ArbeiterInnen, wie Politikerinnen, Menschenrechtlerinnen, Akademikerinnen, Journalistinnen, Anwältinnen und andere Oppositionelle. Wir fordern daher die sofortige Freilassung unserer Genossen und früheren Parteivorsitzenden Figen Yüksekdağ und Selahattin Demirtaş und alle politischen Gefangenen. In der gesamten Türkei, ob in den Gefängnissen im Westen oder in Kurdistan. Auch in Deutschland wird die kurdische Bewegung mit Repressionen überzogen. Beschlagnahmungen, Demonstrationsverbote, Strafverfahren und Inhaftierungen, das gehört zum Alltag. Auch dagegen wehren wir uns. Wir wissen, was Faschismus bedeutet. Auch wenn der Zustand in Deutschland nicht der türkischen Diktatur entspricht, ist auch hier die Gefahr des Faschismus nicht gebannt. Tägliche Hetze und Rassismus gegen Geflüchtete und vermeintliche Nichtdeutsche sind inzwischen Alltag in Deutschland. Das ist ein Angriff auf uns alle, auf eine offene Gesellschaft. Und daher wehret den Anfängen. Lasst uns den Anfängen wehren und vereint Widerstand gegen alle rechten Kräfte leisten, überall und zu jeder Zeit. Wir leben in einer Zeit des extremen Rechtsrucks in Deutschland und Europa. Eine immer stärkere Abschottungspolitik der Nationalstaaten und der EU wird betrieben, dessen Konsequenz immer mehr Tote an den europäischen Außengrenzen sind. Allein in diesem Jahr waren es schon über 1600 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Es sind die Länder des globalen Nordens, in denen wir leben, die durch Ausbeutung, durch unfaire Handelsbeziehungen, durch Kriege und Rüstungsexporte, durch Umweltzerstörung und auch durch die Kolonialgeschichte das Elend der Menschen verursachen und anschließend die Aufnahme verweigern und so das Mittelmeer zu einem riesigen Grab gemacht haben. Diese Verhältnisse müssen endlich beendet werden und die Grenzen müssen offen sein für alle Menschen. Die Diskursverschiebung von rechts hat aber auch innenpolitische Auswirkungen. Sie führt in nicht unerheblichen Teilen der Gesellschaft zu einer Entsolidarisierung. Sie führt zu Hetzjagden gegenüber nicht deutsch aussehenden Menschen wie in Chemnitz, Köthen und anderswo. Sie führt zu verstärkten Übergriffen gegenüber Geflüchteten und Muslimen und erinnert an die 90er Jahre, wo der rechte Diskurs, aller das Brot ist voll, zur faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl geführt hat und den Boden für die Ermordung von Migrantinnen bereitet hat. Wir haben und werden sie nicht vergessen, die Opfer von Mölln, von Solingen und Rostock-Lichtenhagen, die Opfer des NSU und der vielen, vielen anderen. Über 190 Opfer rechter Gewalt, Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 in Deutschland. Auch heute verbreiten die Seehofers und Maaßens, die Gaulands und Storchs und leider viele mehr Rassismus und ein Klima von Hass und Hetze, das den Nährboden für die Übergriffe gibt. Reaktionäre Frauenbilder und Geschlechterrollen, die Diskriminierung von verschiedenen sexuellen Identitäten und Orientierungen werden wieder en vogue und hart erkämpfte Errungenschaften sollen zurückgedrängt werden. Aber wir stellen den Rechten und ihrem autoritären, reaktionären und nationalistischen Gesellschaftsmodell unser Modell einer offenen, solidarischen, demokratischen und sozialen Gesellschaft entgegen. Wir sind mehr und das zeigen wir heute allen. Die Rechten und Neoliberalen versuchen mit dem Beschwören von Konkurrenz, knappen Ressourcen und kultureller Differenz Arme gegen Arme auszuspielen, Deutsche gegen Geflüchtete und Migrantinnen in Stellung zu bringen. So wird von sozialen
Verwerfung abgelenkt, einen Sündenbock gefunden, um nichts an den wahren Problemen zu verändern. Die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Wohnraumknappheit und einer der größten Niedriglohnsektoren Europas sind aber Ergebnis eines brutalen Klassenkampfs von oben nach unten. Gegen die Bevölkerung. Sie sind Ergebnis des Kapitalismus, der unangetastet bleiben soll. Sie brauchen eine entschlossene Antwort und die heißt verbindende Klassenpolitik. Und der Kampf für eine radikale Umverteilung von oben nach unten. Gemeinsam mit allen, die eine andere Gesellschaft wollen, die eine solidarische Gesellschaft wollen, gemeinsam mit allen Prekären, mit Erwerbslosen und ArbeiterInnen, mit Geflüchteten und MigrantInnen. Dafür gibt es genügend Beispiele in der Vergangenheit, genauso wie heute. Nicht vergessen sind die großen Streiks bei Ford 1973 in Köln, die vor allem durch türkische und kurdische sogenannte GastarbeiterInnen ausgelöst wurden. Oder auch aktuellere Streiks, wie der der Krankenpflegerinnen in Augsburg Ende letzten Jahres, bei dem die Pflegerinnen sich neben besseren Arbeitsbedingungen gemeinsam mit ihrem betroffenen Kollegen Amra gegen seine Abschiebung eingesetzt haben. Oder auch die heute Streikenden bei Ryanair, die auch alle hier sind. Es gibt viele andere Beispiele. Eines ist auch diese Demonstration heute, wo wir es geschafft haben, mit so vielen verschiedenen Menschen ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Ein Zeichen dafür, dass Menschenrechte unteilbar sind und wir uns nicht auseinanderdividieren lassen und für eine solidarische Gesellschaft einstehen. Lasst uns so weitermachen und mehr werden. Keine Chance der Ausbeutung, dem Rassismus und Faschismus. Während den Anfängen hier und überall. Schulter an Schulter gegen den Faschismus. Schulter an Schulter gegen den Faschismus und seien noch eine super Demo.